Lukas Sandl jetzt nach dem Spiel gegen Stadt Mainz 3:0 gewonnen. Jetzt mal zum Spiel. Ihr habt eigentlich souverän das Ding heute zu Ende gebracht, oder? Ja, ich glaube, im Endeffekt, wenn man 3:0 gewinnt, dann hört sich erstmal souverän an. Ich finde, wir haben jetzt nicht unsere beste Leistung auf den Platz gebracht, aber im Endeffekt zählen die 3 Punkte, zählen wir, dass wir das dritte Spiel 0 spielen. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass wir konzentriert als Team zusammen verteidigen. Und ich glaube, das haben wir bis auf 1-2 Situationen gut geschafft und dann im Endeffekt auch verdient gewonnen. Und das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Viel schöner, auf dies kommen natürlich zu sprechen. Du bist heute wieder viel gelaufen, hast wieder viele Bälle festgemacht, aber 2 Tore dich belohnt. Das strahlst du natürlich nach dem Spiel, gehe ich mal von aus, oder? Ja, natürlich. Es war jetzt für mich eine lange Durchstrecke, dass ich nicht getroffen habe. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt zumindest ein bisschen mal das Vertrauen zurückzahlen konnte vom Team, vom Trainerteam. Und daran gilt es anzusetzen. Natürlich, wenn es dann mit dem 1:0 direkt klappt, dann ist man gleich ein bisschen besser drauf, dann hat man leichtere Füße, dann steigt auch das Selbstbewusstsein und das konnte ich heute nutzen. Und es ist einfach wichtig, dass ich dem Team helfen konnte, dass wir heute 3 Punkte eingefahren haben und ja, jetzt geht es weiter am Samstag. Mhm. Kannst du den beiden Toren was sagen? Gerade das erste Tor, wie du dich da hochgeschraubt hast, fand ich genial. Also ist so deine Stärke, tolle Flanke und dann ist der Mittelstürmer da und schraubt ihn rein. Ja, ich glaube, ich hatte schon eine Situation gegen Balingen, da ging ein Innenpfosten. Generell würde ich schon sagen, dass ich kopfballstark bin. Aber ich konnte es einfach noch nicht zeigen diese Saison. Natürlich war das ein super Ball von Kammer. Und dann hat es heute einfach mal das Glück auch mir in die Karten gespielt. Der fällt natürlich dann schön rein. Aber jetzt gilt es natürlich daran weiterzumachen. War natürlich auch gut, dass ich direkt das zweite hinterher setzen konnte, auch wieder mit dem Kopf. Aber ich hoffe, dass ich auch noch welche mit dem Fuß machen werde. Also so ist es, ne? Ja, das hoffen wir natürlich auch, gar keine Frage. Aber trotzdem gibt es Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben, ganz sicher. Ja, natürlich. Ich finde nicht nur, dass wir 3:0 gewonnen haben, sondern dass einfach das dritte Spiel jetzt ist hintereinander, wo wir kein Gegentor schlucken. Und ich glaube, wenn die Gegner dann gucken und die sehen, oh, die haben jetzt schon seit 3 Spielen kein Gegentor bekommen, versuchen die erstmal ein Rezept gegen uns zu finden. Und wenn wir von vorne bis hinten so verteidigen, wie wir verteidigen, mit 11 Mann, dann ist es einfach schwer, gegen uns ein Tor zu schießen. Und ich glaube, das ist die Basics, die wir an den Tag legen müssen. Ja. Dann würde ich sagen, viel mehr kann man eigentlich gar nicht sagen zum gelungenen Mittwochabend. Jetzt freuen wir uns hoffentlich auf einen gelungenen Samstagnachmittag. Ich wünsche dir eine gute Restwoche und dann Samstag wieder angreifen in Balingen. Ja. Und wer weiß, ob du dann das Tor mit dem Fuß machst, auf das wir dann oder auf das du dann hoffst. Und dann stehen wir vielleicht wieder nach dem Spiel an. Hoffen wir's. Ja, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 11. Spieltag in der Regionalliga Südwest zwischen den Stuttgarter Kickers und dem TSV Schott Mainz. Endstand vor 4.130 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau 3:0. Ich begrüße alle Gäste oben in der Spielbank Business Lounge, alle Medienvertreter hier unten bei uns und ich begrüße natürlich ganz recht herzlich beide Trainer, Gästecoach Aydin Ay und Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Ja, Aydin, 0:3 verloren bei den Stuttgarter Kickers. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, zuerst einmal begrüße ich auch alle Anwesenden und alle oben in der Business Lounge. Gratuliere Mustafa zu den 3 Punkten, auch denke ich in der Höhe absolut verdient. Das Spiel war einfach in der Phase, wo wir uns aktuell bewegen, zu groß. Das Stadion war zu groß, der Gegner war zu groß. Wir haben, glaube ich, die erste halbe Stunde nur um die Tore gebettelt. Wir waren viel zu weit weg vom Gegner, vor allem in der Box. Wir haben klar aufgezeigt, dass die Stuttgart extreme Qualität auch in der Box hat, auch in der Luft. Das muss man auch enger verteidigen, das haben wir leider nicht geschafft. Gehen auch folgerichtig auch 2:0 in Rückstand. Ab dann haben wir das Spiel so ein bisschen auf unsere Seite ziehen können, gleichwohl es niemals wirklich gefährlich wurde. Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass wir versuchen, das Spiel eng zu halten, 2:0 mit einer Aktion versuchen, das Spiel nochmal anzuzünden, nochmal scharf zu kriegen. Ich glaube, dass wir nach der Halbzeit so 10, 15 Minuten hatten, die wirklich gut waren, wo wir 2 gute Umschaltmomente hatten, 2-mal Lenny Thum wirklich eine gute Boxsituation hatte, einmal auf der linken Seite, wo er den Ball sich zu weit vorlegt, der Torwart ihn nochmal nach außen drängen kann. Da können wir es vielleicht schon ein bisschen schärfer stellen und kurz danach hatten wir nochmal eine Situation, wo Linus Wimmer rechts durch ist, den Ball zurücklegt. Auch da hat der Lenny leider den ersten Kontakt nicht so sauber mitgenommen. Und dann muss man einfach sagen, hat Stuttgarter Kickers einfach zu viel Qualität, nochmal 3-4 Bälle in die Box bekommen, die wir dann am Ende nicht mehr sauber verteidigt haben. Deswegen konnten wir heute leider nichts mitnehmen. Ist sehr bitter für uns, weil wir in der Phase einfach auch Punkte brauchen, weil die Überzeugung für unser Spiel dann auch irgendwann schwindet. Aber heute muss man ehrlicherweise sagen, waren wir für dieses Spiel nicht bereit. Und ich gratuliere dem Tabellenführer auch verdientermaßen zu den 3 Punkten. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ja, muss die 1:0, 2:0, 3:0, 3 Siege in Folge jeweils
Ich glaube, da ist man zufrieden als Kickers-Trainer. Ja, auch von meiner Seite schönen Abend zusammen und vielen Dank für die Worte. Ich denke, die Analyse trifft es absolut, kann ich zustimmen. Die erste Halbzeit war sehr stark, war wirklich sehr dominant. Da haben wir gar nichts zugelassen, haben den Gegner super bespielt. Waren sehr, sehr spielfreudig, sehr fleißig, haben es gut gemacht. Haben auch verdientermaßen geführt. Zweite Halbzeit haben wir Phasen gehabt im Spiel, mit denen ich nicht so einverstanden bin, muss ich ehrlich sagen. Die müssen wir ganz klar ansprechen und analysieren, weil das wird auf Dauer so nicht gut gehen. Ja, weil da hätten wir auch wirklich ein Gegentor kassieren müssen. Da ist die Sinne schärft. Man kann da nicht so sorglos spielen. Da war ein bisschen sorglos, da waren wir nicht so zielstrebig, wollten auch vorne immer wieder nochmal aufziehen und laufen da voll in den Konter rein. Das darf uns nicht passieren. Sind wir heute noch gut davon gekommen, ja, aber wie gesagt, die Jungs, die haben sich dann trotzdem aufgerafft, haben dann hinten raus das Ding wieder kontrolliert und daher sind wir sehr zufrieden, dass wir nochmal weitere 3 Punkte haben, dass wir hier eine Mannschaft, die auch Fußball spielen kann, das hat man gesehen, wenn man sie spielen lässt, dass sie Fußball spielen können. Jetzt haben wir so eine Mannschaft ja auch geschlagen, die sind selbstverständlich und da sind wir absolut froh, dass wir jetzt hier mit 3 Punkten ja, unter der Woche vorlegen konnten und jetzt am Samstag wieder in Balingen ja, das nächste Ding angehen müssen. Vielen Dank, Musti. Gibt es Fragen aus der Runde? Guido Dobbers? Ja, Herr Ünal, Antlitz hat 2 Tore geschossen. Die Fans haben schon gezweifelt, ist er überhaupt in der Lage, Tore zu schießen? Hat er jetzt ein bisschen das Vertrauen, das Sie ihm geschenkt haben, heute zurückbezahlt? Das hat er davor auch schon. Also ich messe klar, er ist ein Stürmer, ihm tut es gut, wenn er Tore macht, aber er hat sich geopfert. Vom ersten Tag an für die Mannschaft hat er alles reingehauen in den Testspielen, in den Ligaspielen und irgendwann trifft dann auch so ein Spieler. Fleiß wird immer belohnt und er hat jetzt viele Spiele nicht getroffen. Wir haben ihn aber jetzt im letzten Spiel nicht rausgenommen, weil er nicht getroffen hat, sondern wegen dem Matchplan und haben wir gesagt, okay, jetzt bringen wir da mal einen anderen. Und heute hat er wieder getroffen. Das ist schön für ihn, aber das ändert nichts an seinem Stellenwert jetzt bei uns im Trainerteam. Wir messen ihn nicht nur an seinen Toren. Ja. Es ist schön, wenn ein Stürmer trifft, aber wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, er hat auch davor sich komplett für die Mannschaft voll reingehängt und heute hat sich belohnt, dann ist es umso schöner. Vielleicht noch eine Frage zu Kolbe. Ich war überrascht, dass Sie ihn ausgewechselt haben. War er leicht angeschlagen, weil eigentlich spielt so ein toller Spieler, muss ich wirklich sagen, 90 Minuten durch. Ja, das trifft's. Er hat es heute auch sehr gut gemacht, aber er war schon, also wir haben einige Spieler, die leicht krank sind. Kolbe war einer davon. Aha. Ja, und wir waren froh, dass er heute überhaupt auf dem Feld stehen kann und muss ihn auch runterziehen. Und wie gesagt, das war nicht der einzige Grund, das war jetzt nicht die Leistung. Ja, vielleicht noch einen Blick voraus. Am Samstag geht es zum Balinger SC. Gibt es jetzt morgen einen Tag Ruhe? Wie bereiten Sie sich jetzt auf dieses Spiel wieder vor? Na, jetzt gibt es Regeneration bis zum Balingen-Spiel. Also nichts anderes. Morgen wird ausgelaufen, wird nachbereitet. Ja, am Freitag gibt es wieder eine Spielvorbereitung, aber auch alles ganz locker. Und dann hocken wir am Samstag schon wieder im Bus, haben eine weite Anfahrt und dann einen guten Gegner, der uns wieder alles abverlangen wird. Da heißt jetzt Regeneration angesagt bis Samstag. Wunderbar. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube nicht. Stichwort Auswärtsfahrt. Ihr fahrt nach Hause, wir wünschen eine gute Heimfahrt. Dann habt ihr am Sonntag ein Heimspiel. Ihr könnt einen Tag länger regenerieren, dann gegen den VfR Aalen. Und wie gesagt, die Kickers müssen zum Balinger SC. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder am Samstag, den 14. Oktober, zum nächsten Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Euch allen noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut und bleibt sportlich und auf die Blaue.